Hier vorne steht, glaube ich, mein Flixbus rum. Ich werde da jetzt einsteigen. So, ich bin in Hannover angekommen und hier ist es etwas kälter. Das heißt, ich habe meine verschmierte Mütze und meine Jacke angezogen. Und ich werde mich gleich mit jemand anderes treffen. So, ich bin etwas weiter gelaufen und ich habe mich hier mit ihm hier getroffen. Moin. Mit Bennys Gemüsegärten. Er macht Gemüsegarten-YouTube. Genau. Und wir werden jetzt... Das hier ist das Kaufland. Wir werden da jetzt erstmal Bier kaufen, Bier und nochmal Sachen kaufen gehen und dann zusammen ein paar Bierchen trinken. So, ich bin gerade reingegangen und ich habe hier Bier und hier Nudeln, weil ich werde später wieder kochen. Ja, und mir gibt es frische Eier. Richtig geil. Kannst du gut gebrauchen, oder? Ja. Sehr schön. Genau, erstmal ein Bier trinken. Prost. Benny hat Bierausscheidung gemacht. Das ist rübergeschwappt. Vergoldung. Das ist genauso rübergeschwappt, wie beim letzten Wochenende mein Kopf rumgeschwappt hat. Und das liegt hier auf dem Boden, hier, diese Flüssigkeiten. Guck mal. Gesichtsschlüpfer. Guck dich mal das an. wir gelaufen jetzt. Durch da hinten, durch diesen Bahnhof durch. So, wir haben gerade bei McDonald's ein paar Burger gekauft, um uns das hier ins Maul reinzuschieben. Genau. Tut so richtig gut. Scheiße! Bier Power! Mein Bruder ist angekommen. Wir laufen jetzt durch dieses Hannover durch. Guck mal, eben gerade ist etwas ganz Fürchterliches passiert. Und zwar, hier liegt Flüssigkeiten rum. Und zwar nicht nur irgendeine Flüssigkeit, sondern das hier, das ist Bier. Weil ich habe aus Versehen diese Tasche, die ist mir von meinen Händen gerutscht und die ist dann auf den Boden gefallen. Und hier sind meine ganzen Bierflaschen. Und genau diese eine Flasche hier, die ist kaputt gegangen. Das heißt, das hat den Boden hier versaut. Und das ist richtig widerlich und das ist richtig, richtig scheiße. Und hier drin, hier liegt noch Bier drin und mit den ganzen Restscherben. Richtig geil, oder? Ne, es ist scheiße. Es ist richtig beschissen. Guck dir diesen Pilz an hier. Bierausscheidung. Benny hat zum dritten Mal heute. Zum dritten Mal Bierausscheidung. Genauso wie die letzte Rotze von den letzten Jugendlichen in Bushaltestellen. Als ich mal im Wald war, da habe ich schon mal notdürftig hingeschissen. Und oh, da sind Gott. Da ganz viele, diese richtigen Vollfettfliegen drauf gelandet. Auf diese so ganz plötzlich. Innerhalb von 10 Sekunden oder so. Aha. Ich bin da gerade weggegangen und da sind da ganz viele Fliegen drauf gelandet. Ich glaube, ganz plötzlich 10 Stück oder so. Und die haben das alles weggelutscht gehabt. Das war ein richtig geiler Anblick. Das hat bestimmt gut gerochen. Das war lustig. Ich habe so einen richtigen Luftballonkopf. Und wisst ihr auch warum? Weil mein Kopf aus Luft besteht. guck mal, wir haben hier ein verlassenes Haus oder wie das heißt gefunden und wir sind auf der Suche nach einem geeigneten Pennplatz. Deswegen
begutachten wir dieses verlassene Haus. Vielleicht finden wir dort einen Fernplatz drin. Okay, reinkommt, sieht man. So, guck mal. Hier ist unser Schlafplatz für heute Abend. Beziehungsweise für heute Nacht. Und genau hier habe ich meinen Schlafplatz schon eingerichtet. Mein Bruder richtet seinen Schlafplatz dann gleich hier ein. Und ich habe hier schon drei Grableuchten hier angemacht, damit wir so ein bisschen Licht haben. Und irgendwas wollte ich sagen. Ach so, genau. Ich bin eine Kaulquappe. Und wisst ihr auch warum? Weil ich einen Schwanz hab. Diese Nudeln, die sind fast so fertig wie mein Hirn. Es sieht richtig, richtig extrem frisch aus. So, mein Essen ist fertig und leider habe ich mein Gewürzketchup vergessen. Das heißt, ich muss Nudeln und Ei ohne Ketchup essen. Und das werde ich jetzt machen. Ich muss sagen, ich habe schon lange nicht mehr so ein geiles Ei gegessen. Das schmeckt richtig geil. Das Ei gefällt mir richtig gut. Eines der geilsten Eier, die ich jemals gegessen habe. Guck mal, Leute, ich bin ein blauer Kokon und ich werde mich jetzt schlafen legen. Guten Morgen, wir sind wach. Ich habe hier vorne geschlafen. Mein Bruder hat hier geschlafen. Hier ist Tür. Hier vorne ist mein Bruder. Und hier vorne ist Balkon. Und irgendwie ist das hier draußen viel, viel wärmer als da drin. Da drin ist voll abgekühlt irgendwie. Guck mal, wir sitzen jetzt hier draußen hier auf diesen Holzpaletten rum. Also auf diese hier, die aus Holz bestehen. Und da drüben ist dieser Lost Place, wo wir heute Nacht gepennt haben. Und hier ist eine richtige Vollfettfeuerstelle. Da könnte man ein richtig geiles Lagerfeuer machen. Mit ganz viel Fett dran und sowas. Aber hier so ein Vollfettfeuer zu machen und hier auf diesen Paletten rumzusitzen, in so einer gechillten Runde. Das wäre richtig geil. Das wäre richtig geil. Es muss mehr D3-Schepperung runterkommen. Es muss gegen unser Gehirn rein scheppern. Es muss richtig gegen die Stirn klatschen, wie die letzte Fliege, was gegen Stirn fliegt. Guck mal hier. Dieser Müllsack mit dem ganzen Müll und diesen ganzen leeren Bierflaschen. Der wird mich die ganze Zeit nerven, bis wir den nächsten Mülleimer gefunden haben. Der wird richtig stören. Der wird durch meine Nerven durchgehen. Das wird richtig durchgeschoben. Das ist Gehirn.